Aber ich bin mir. Ich weiß es nicht. So. Wieder diese fliegenden Missgeburten. Ich hasse diese Dinger. Ich will die eigentlich gar nicht bekämpfen, weil die so lächerlich sind. Mach mal einfach mal einen Sprung. Einen Angriff von Zidane, einen Schwarzmagie von Vivi. Und. Ja, uff. Oh ja, dann müssen wir ja eigentlich. Toll, dann haben wir jetzt gerade Schwarzmagie von Vivi verschwendet. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Toll. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verschwendete Trance. Verschwendete Trance. Verschwendete. Verschwendete. Eben. So, gut, dann hätten wir, machen wir einfach noch Level 14 und dann machen wir das. Beenden wir das. Ich müsste. Es tut mir leid, wenn ich gerade ein wenig still bin. Aber ich habe gerade nur zurückzuschreiben. Deswegen. Ja. Gerade wichtig, deswegen frage ich mich auch gerade, was. Was das soll, ich mag das eigentlich nicht, wenn mich jemand so blöde Sachen fragt. Wegen der. Während der Aufnahme. Das ist eigentlich richtig blöd. So, Schwarzmagie, zack. Beide, beide. Beide. So, machen wir beide einfach mal. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis die mal ihre Scheißangriffe durchgezogen haben. Ah, ja, ist ja klar. Hä? Ja, warum denn auch 319 oder so abziehen, wenn auch 90 okay sind, wenn auch 90 in Ordnung sind? Muss man ja. Ist einfach so. Ist so, dies ist so. Gell, das ist einfach so. Machen wir hier, zack, und. Ist der Kampf immer noch nicht beendet? Oh mein Gott. Gibt's ja wohl nicht. Kürbisfalle. 200 noch was. Das will das Ding mich verarschen. Erstmal schön mit 319 in sein Gesicht. So. 79. 79, okay. Inventar ist voll. Okay, dann hätten wir das jetzt auch geklärt hier mit dem Schreiben. Ja, es ging darum, ich habe nämlich meine Facebook-Accounts alle gelöscht. Und, ja. Jetzt wird alles wieder verschoben und alles stresst mich hier rum. Und das geht mir gerade so ziemlich auf die Nüsse. Ja, ich war es doch genauso wenig. Also, es ist ja so, wenn man. Also, ich erkläre es euch jetzt mal. Wenn man nämlich einen Facebook-Account löscht, dann hat man quasi so diesen Löschauftrag gesetzt. Und dieser Löschauftrag, der geht halt einfach 2 Wochen lang. Also 14 Tage und dann ist der gelöscht. Und in dieser Zwischenzeit sollte man natürlich diesen Löschauftrag nicht beenden. Sonst wird er natürlich zurückgezogen. Und anscheinend hat das jemand. Hat das jemand getan und jetzt ist wieder alles quasi 2 Wochen hinfällig, also quasi 2 Wochen gedingenst, also dass man 2 Wochen wieder warten muss. Aber ich habe nichts getan. So, dann müsste ich das jetzt auch mal klären, weil jetzt höre ich mir die ganze Zeit Vorwürfe an. Ja, aber du hast die ganze Zeit wieder geschrieben. Hab aber nichts getan. Das ist ja das Allerblödeste für die. So,
So, meine Freunde, dann haben wir jetzt noch, ja, ich sag mal so 10 Minütchen, vielleicht, wenn überhaupt. Und dann haben wir diese Aufnahmesession auch hinter uns. Was heißt hinter uns? Dann müssen wir die leider beenden. Und ja, das wäre es dann auch gewesen für heute. So, jetzt mal schauen, was ist ein neuer? Wobei, das ist einer der weniger lukrativen Viecher, die wir hier sehen. Von daher recht unspektakulär, sage ich mal so. Ja, die bringen uns auch recht wenig Erfahrungspunkte, wie wir gleich feststellen werden. 16 Stück ist nicht. Und jetzt habe ich hier umsonst gelüftet, weil jetzt macht mein behinderter Bruder das, die Tür auf, wo mein Vater drüben raucht und ich hasse Rauch. Ja, meine Eltern sind Raucher und ich hasse es wie die Pest. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. So. Dann gehen wir jetzt nochmal weiter rein, weil ich habe keinen Bock, immer einzelne und dann auch noch so blöde Gegner zu haben. So, machen wir mal, probieren wir es mal hier. Vielleicht kriegen wir hier einen spannendere Gegner. Wahnsinn, wie mich ein Mädchen anpissen kann. Ja, ich habe gedacht, ich kann aufnehmen, aber ich werde hier angepisst von links und rechts. Obwohl ich absolut nichts getan habe und das geht mir so derbe gegen den Strich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn man sich irgendwas anhört, was man überhaupt nicht gemacht hat. Und warum die überhaupt checkt, dass mein Account noch nicht gelöscht ist, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wieso die da drauf gekommen ist. Es geht mir gerade so ziemlich auf die Nüsse vom Allerfeinsten. Vivi, macht bitte nochmal den zweiten da drüben. Vivi, geht mal bitte nicht drauf. Das wäre jetzt der idealste Moment, um nicht drauf zu gehen, Vivi. Die beiden Typen werden uns natürlich noch ein bisschen an Erfahrung bringen. Vivi, machen wir tot. Jetzt müsste es aber reichen, jawohl. Und zack. Ja, wenn der den überlebt hätte, dann hätte ich auch... Okay, werde ich nicht. So, jetzt habe ich auch mal geschrieben, dass ich eh am Aufnehmen bin. Von daher habe ich keine Ahnung, was sie wieder will von mir. Das geht mir so dermaßen gegen den Strich, solche Vorurteile, dass man wieder irgendwas angestellt hat und dass das ja nicht geht und was diese Scheiße denn überhaupt soll. Geht gar nicht, finde ich. Es geht mir so derbe gegen den Strich. So derbe aber, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, eigentlich zu spielen jetzt gerade. Und wir haben immer noch 12 Zelte, wie ihr vielleicht merkt. Weil er hat mir gerade gesagt, übrig gebliebene 12. Sensationell. Wir machen jetzt noch 2 Kämpfe und dann verpisse ich mich endgültig, weil ich keinen Bock mehr habe heute. So, jetzt mach, komm. Gib mir 2 Kämpfe, damit ich abspeichern und den Part beenden. Und wir speichern nämlich vor dem QS Morast. Und dort werden wir dann das nächste Mal ansetzen. Uns unserem Party-Member holen und als nächstes werden wir dann Gisamalukes Grotte betreten. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, wird Gisamaluke unser Gegner sein. Wow! What a feeling, baby! I know I feel good. Oh, I feel good. So, da ich mir ziemlich sicher bin, dass sie dann einen Gegner alleine aufräumen könnte... Wenn er denn mal was Gescheites treffen würde, lassen wir ihn mal einen Gegner alleine machen. Die beiden werden schon zu zweit einen fertig machen. So, und sie, dann geh jetzt bitte drauf. Jawohl. Es war eigentlich klar, weil er hat ja den Bestientöter auch aktiv, muss man einfach sagen. Und das ist natürlich sehr hilfreich, was das angeht. Super, dann haben wir jetzt diese Story auch geklärt. Und jetzt kann ich auch... online gehen. Online gehen sei jetzt schon. Es wären jetzt noch 3 Kämpfe, aber ich mache jetzt noch genau keinen mehr. Ist mir leider zu blöd, Leute. Tut mir leid, ich bin gerade so krass genervt. Das geht so überhaupt gar nicht gerade. Deswegen
Nehmt mir das jetzt nicht übel, wir werden uns nochmal kurz hochheilen, beziehungsweise wie viel fehlen uns denn? Ja, Freier fehlen noch einige Erfahrungspunkte, scheiß drauf. Vivi fehlen noch einige, na egal. Wir speichern jetzt mal erstmal schön ab, meine Freunde. Steckplatz 1, so wie immer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Aufnahmesession, trotz Ability Training, wohlgemerkt. Wir werden uns im nächsten Teil Final Fantasy 9 sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, ja, was sagen wir jetzt mal? Ich sag mal, ich spreche jetzt mal vom Thema heute Abend, wo ihr die Folge seht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Freut euch auf Deponia oder auf das, falls Deponia nicht sein sollte, was anderes. Genießt es und bis zum nächsten Mal. Euer Brandy. Chosen.